Hi, ich bin Enrico von Outdoor BW. Ich bin mal wieder hier im Schwarzwald unterwegs, auf einer kleinen Wintertour. Und wenn du mich begleiten willst, bleib dran. Eine geplante Route habe ich heute nicht. Ich weiß, dass irgendwo hier oben ein Wasserfall sein soll. Den versuche ich zu finden. Aber ansonsten ist nichts geplant. Ich schaue einfach, was die Tour so bringt und lasse mich überraschen. Was ich mir schon sehr oft jetzt im Winter überlegt habe, ob ich mir Schneeschuhe kaufe, denn so im Tiefschnee zu wandern, das ist echt anstrengend. Allerdings habe ich überhaupt keine Ahnung, welcher Hersteller da gut ist oder auf was man achten sollte. Ich weiß ja nicht, vielleicht hat der eine oder andere von euch da einen guten Tipp. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Das war jetzt zwar nicht der Wasserfall, den ich suchen wollte, aber trotzdem schön. Und ich muss sagen, so im Winter durch den Wald zu laufen, das hat eine ganz besondere Atmosphäre, das gefällt mir richtig gut. Ist zwar doppelt so anstrengend, durch den Schnee immer zu laufen, aber egal, dafür ist es richtig schön hier draußen. Als ich losgelaufen bin, da war noch richtig viel Nebel. Ich wusste auch nicht, ob die Sonne überhaupt durchkommen würde, aber das Wetter hat sich jetzt richtig schön entwickelt. Richtig genial einfach.
Das Wetter ist einfach traumhaft. Ich hätte vielleicht noch eine Sonnenbrille mitnehmen sollen, damit der Schnee nicht so blendet durch die Sonne. Aber richtig klasse Wetter. Also so macht das richtig viel Spaß. Theoretisch müsste jetzt auch bald der Wasserfall kommen, denn ich weiß, ich muss ca. 3 Kilometer dem Waldrand folgen. Und das müsste jetzt bald soweit sein, dass es zu Ende ist, die 3 Kilometer. Von dem her, jetzt bin ich mal echt gespannt, ob ich den finde. So wie es aussieht, habe ich die Wasserfälle gefunden. Ich bin hier noch ganz unten. Und jetzt werde ich einfach hier hochlaufen und mal schauen, wo das ganze Wasser herkommt. Der Wasserfall sieht richtig cool aus. Ich werde jetzt allerdings hinter mir den Weg noch weiter nach oben verfolgen. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, denn es ist links und rechts ziemlich vereist, aber wird schon irgendwie gehen. So, ich bin jetzt hier in einer Kuppel aus Eis. Das sieht richtig stark aus. Wenn man ganz genau hinschaut, erkennt man darunter noch das Wasser fließen. Wow. Also ich komme hier fast nicht die Treppe hoch. Es ist alles richtig vereist, super rutschig. Aber wenn man vorsichtig macht, geht das und es sieht absolut klasse aus hier. Und für mich geht es jetzt hier an der Seite die Treppe weiter hoch.
vorne nach links und dann mal schauen, wie es weitergeht. So, und davon sehe ich noch mal einen Wasserfall. Ich bin jetzt hier direkt oberhalb des Wasserfalls. Ich werde jetzt den Fluss noch einige Meter entlang laufen und dann schaue ich mal, ob ich irgendwo einen schönen Platz finde, wo ich mir mein Mittagslager aufbaue. Dann werde ich was Kleines zu essen machen und ja, dann mal schauen, wie es weitergeht. Aha, davon erkenne ich noch mal einen Wasserfall. Dann schaue ich doch mal, ob ich da hinkomme. Ich denke, dass ich hier auch gleich bleibe, denn hier oben dran gibt es einen Tisch und eine Bank. Da kann ich mir schon mein Mittagessen machen. Also das passt, die Sonne kommt auch raus. Perfekt. Und während mein Wasser kocht, genieße ich die Sonne.
Das tut richtig gut jetzt. Was schön warmes im Bauch. Perfekt. So. Ich bin jetzt schon wieder eine ganze Weile unterwegs. Das tat richtig gut, die warme Suppe. Ja, ich bin jetzt wieder auf dem Rückweg. Das heißt, die Tour ist so gut wie zu Ende. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Und wenn du willst, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.